Prüfung vorher, jetzt machen wir die halt eben hinterher, ist ja auch nicht schlimm. Wir haben damals, als Bergwerk Hugo im Jahr 2000 geschlossen wurde, haben wir gesagt, wir versuchen mal ein Stück unsere Geschichte am Leben zu halten. Dann haben wir angefangen, in der Schüngelberg-Siedlung, die ist hier ein paar Meter weiter, so ein Museum aufzubauen, auf 2 Etagen, normale Wohnung. Und daraus ist dann ein kleines bisschen mehr geworden. Also die Stadt Gelsenkirchen wollte ursprünglich diesen Schacht und den Schacht 8, wer es kennt hier aus der Ecke mit dem großen RG-Zeichen damals, erhalten als Denkmalschutz. Aber wie das so ist bei Städte, die haben dann irgendwann gesagt, kein Geld, Thema durch. Dann hat Rack gesagt, wir wollen abreißen. Stadt hat gesagt, soll trotzdem stehen bleiben. Dann ging es nach Münster, untere Denkmalbehörde. Untere Denkmalbehörde hat gesagt, ist ja ein moderner Schacht, ist ja nicht erhaltenswürdig. Totaler Schwachsinn, weil wir erhalten immer nur den historischen Bergbau, nicht den modernen. Und dann ging es nach Düsseldorf ins Ministerium. Ministerium hat gesagt, abreißen. Und dann haben wir als Verein gesagt, Schluss, wir geben jetzt Gas, haben 3,5 Jahre gekämpft. Ich kürze das Ganze jetzt ab, da könnte ich jetzt den ganzen Tag drüber erzählen, was ich da für Erlebnisse gehabt habe mit den Gesprächen. Und Ende vom Lied war dann, dass der Rat der Stadt Gelsenkirchen entschieden hat, dass wir 80.000 Euro als Sicherheit hinterlegen müssen, damit wir den Vertrag bekommen, dass wenn wir dann scheitern sollten als Verein, die Stadt die Möglichkeit hat, den Turm abzureißen. Blödsinn, Schrottpreis, das Ding und die Halle und die Maschine reiße ich ab und wir haben alle noch einen schönen Urlaub und haben auch noch ein vernünftiges Auto. Aber gut, war so, wir haben es gemacht, wir haben innerhalb von 3 Monaten 60.000 Euro zusammen gehabt. Einer von denen, die uns geholfen hat, war Rudi Assau, der uns persönlich 3.000 Euro gegeben hat. Und für die letzten 20.000 hatten wir dann eine Bürgschaft übernommen mit ein paar Leuten, haben gesagt, wir glauben an uns. Und wir haben im Dezember 2006 den Vertrag unterschrieben. Wir haben das Ganze in Erpacht übernommen und sind seit März 2007 hier am Arbeiten. Ihr könnt euch vorstellen, das war hier das größte Taubenhaus der Region. Ne? Alle Öffnungen, hier Taubenscheiße in der Höhe. War richtig spannend und keine Kupferleitung mehr drin, alles geklaut, weil hier die lieben Vögel, die hier mit ihren Rollern unterwegs sind, die organisieren ja alles und die haben wir drin geplündert bis zum geht nicht mehr. Und wir haben dann angefangen hier zu arbeiten. Mittlerweile haben wir knapp 20.000 Arbeitsstunden ehrenamtlich hier gearbeitet. Also alle, die hier mitmachen im Verein, machen es ehrenamtlich. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und wir haben mittlerweile uns so gut aufgestellt, dass wir die 80.000 Euro komplett bei der Bank angelegt haben, auch wo wir Zinsen von kriegen. Wir haben mittlerweile knapp 80.000 Euro hier schon verbaut und wir haben mittlerweile auch eine vernünftige Grundlage, dass selbst wenn wir ein Jahr keine Gruppe oder Veranstaltung hätten, auch keine Probleme hätten, überleben zu können. Und wir machen es so, dass wir einmal natürlich mit Fördermitgliedern das Ganze finanziert kriegen, aber auch mit Veranstaltungen. Wir haben zum Beispiel gestern eine Hochzeitsfeier gehabt, aber jemand bei uns aus dem Kreis, deshalb ist jetzt auch noch eine tolle Buffet heute für euch hier. Mann, und das soll jetzt her. Oh, ist doch so nicht stimmt. Der Kuchen, aber der Kuchen ist extra für dich heute gepackt worden, ja, das ist Tatsache. Und also wir haben ganz viele Veranstaltungen hier und das Schöne ist einfach, dass wir dadurch mittlerweile auch sehr bekannt geworden sind. Wir haben eine Heavy-Metal-Band hier gehabt aus England, die wurde extra eingeflogen zur CD-Präsentation. Wir haben jetzt diese Woche live die komplette Schalker Mannschaft hier gehabt, hat zwar nichts gebracht in Stuttgart, aber naja, vielleicht wird es... nicht alles verleihen. Und werdet ihr aber gleich aufsehen und wir sind mittlerweile dabei, jetzt einen Kultraum herzurichten, der ist jetzt kurz vor der Fertigstellung. Und wenn wir da gleich reingehen, die fußballmäßig oder boxmäßig ein bisschen angehaucht sind, die werden gleich, ja, ich schätze mal, die kriegen wir nicht mehr raus aus dem Raum, wenn ihr das erlebt habt. Also, wie gesagt, einmal, das, was wir hier machen, ist alle ehrenamtlich und wichtig ist einfach, wir sind eine Gruppe, sagen wir so der harte Kern, so von 20, die hier mitmachen, Männlein, Weiblein. Und das Schöne ist einfach, hier Max ist unser Jüngster mit 17. Und wir haben also auch, was bei anderen Vereinen teilweise ein Problem ist, ein Altersdurchschnitt, der sehr angenehm ist. Also wir brauchen uns noch nicht Sorgen machen, wie wir uns mit dem Rollator hin und her schieben, sondern wir kommen alle noch halbwegs zurück, außer unsere Rückenleiden. Wo sind sie alle hier? Norbert Rückenleiden, Andreas Rückenleiden. Aber das ist egal. So, und wir haben mittlerweile, damit dann auch mal deutlich wird, wir haben hier mittlerweile, wir hatten ja am Anfang auch keinen Stromanschluss gehabt, wir haben keinen Wasseranschluss gehabt. Wir haben hier drin mittlerweile einen Stromanschluss liegen. Wir haben uns 6 Monate durch Zechenfundament gegraben. Ist richtig spannend, durch Zechenziegel zu kommen, damit wir die Stromleitung hingekriegt haben. Wir haben mittlerweile hier drin alles komplett neu verdrahtet, neu gelegt, auch alles auf den neuesten Stand. Und was auch wichtig ist, dadurch, dass wir keinen Wasseranschluss haben, aber unsere Toiletten noch bedienen wollen, haben wir ein Hauswasserkraftwerk gebaut. Wir haben unten im Keller Tanks, wo 15.000 Liter reinpassen. Wir sammeln also alles, was regelmäßig anfällt, unten in die Kanister über ein Hauswasserkraftwerk mit dem Umwälzen
kriegen wir alles geregelt, dass wir da auch keine Probleme haben, bei, selbst bei größeren Veranstaltungen. Veranstaltungen machen wir hier bis zu 150, 160 Personen, weil auch da Veranstaltungsstättenverordnung, bei 199 hast du neue Auflagen und deshalb haben wir gesagt, auch für uns, dadurch, dass wir es ehrenamtlich machen, 150 ist ein schöner, überschaubarer Rahmen, das ist nicht überfüllt, es macht Spaß und auch die Gäste haben richtig Spaß, sowas zu erleben, weil es halt eben ja nicht so dichtes Gedränge ist. Und das, was wir, also wir haben zum Beispiel hier auch Veranstaltungen gehabt mit Wadoke, japanische Trommeln, so Taiko-Trommeln, sensationell hier drin, weil hier eine tolle Akustik drin ist. Wir haben im nächsten Jahr, haben wir jetzt klar gemacht, so Chansons, Ruhrgebiet-Chansons werden nächstes Jahr 4 Auftritte hier sein. Also da passiert auch mittlerweile eine ganze Menge, wo wir ja auch ein bisschen stolz sind in der Truppe, die hier mitwirkt oder die hier am Kämpfen ist. Und dass ihr heute hier seid, ist natürlich toll. Ich freue mich, dass Dixie uns da die Verbindung hergestellt hat. Und schön ist, dass wir ganz viele Firmen auch haben, aber auch so jetzt wie ihr mit der Grubenwehr. Die Höhenretter der Feuerwehr von Gelsenkirchen kommen ab und zu Übungen. Und toll ist, dass einfach dieses Hand in Hand im Ruhrgebiet da funktioniert. Ne? Dass man einfach sagt, so wie wir jetzt auch gesagt haben, wir haben einen Wunsch da oben, da die Platte drauf zu machen, die Öffnung zu verschließen. Jetzt habt ihr spontan gesagt, machen wir. Und das ist das Tolle, deshalb kommen wir auch so weit, weil wir halt eben ganz viele Bereiche haben, die uns einfach unterstützen und bei der ganzen Sache auch ja, tatkräftig auf meiner Seite stehen, weil ansonsten sicherlich klar, mit 20 Leuten kann ich eine Menge bewegen, aber gewisse Dinge gehen da eben nicht. In der Höhe arbeiten, also ich mache ja schon alles, ich laufe da oben auch rum, habt ihr gesehen, aber das reicht dann auch. Weil da oben jetzt noch arbeiten und mich dann auch auf so andere Dinge zu konzentrieren, das muss ich nicht haben. Deshalb ist es toll, wenn ihr hier vielleicht 1000 Meter runter. Ja, Spaß dran gewonnen habt und vielleicht auch das ein oder andere Mal kommt. Also es gibt zwar nicht immer so ein Buffet, aber wir kümmern uns dann auch um das zu essen. Dann ist es sicherlich eine interessante Sache. Ja, ich habe das Ganze jetzt auch ein bisschen abgekürzt. Wir könnten natürlich auch mehr machen, aber ich würde sagen, wir gehen gleich einfach mal rum. Wir zeigen euch das Ganze mal. Angefangen hier, auch oben der Bereich, die jetzt noch nicht oben waren. Oben ist jetzt im Moment so hergerichtet, dass da 80 Personen sitzen. Dann haben wir über die Kerzen an, die Grubenlampen an, dann so eine kleine Beleuchtung noch an den Seiten. Ich mach mal eben hier die Tür. Es ist da Atmosphäre. Interessant ist immer, die betreten entweder die Tür oder kommen die Treppe hoch und dann bleibt der Mund offen stehen. Und interessant ist wirklich, egal welche Fete, die Leute sitzen hier, ich glaube, denen kannst du die Augen abschlagen, die bleiben einfach, die hocken, weil die saugen die Atmosphäre auf. Und früher durftest du am Pit vorbeilaufen, jetzt darfst du drin feiern oder darfst da sitzen, darfst eine Veranstaltung machen. Und das ist so geil von der Atmosphäre, wenn man das erlebt, wie die Menschen auch damit umgehen. Ne? Weil, du musst dir jetzt vorstellen, mit der anderen Beleuchtung noch, dann knallt das Ganze sowieso nochmal, dann ja, setzt du dich hin und genießt nur, lässt auf dich wirken. Ja, genau. Das Gute war dadurch, wir haben zum einen diese Treppe bauen können, die gab es nicht, war nur Treppenhaus. Da draußen, dieser Treppenhaustour mit der Tür, haben wir neu machen können, weil das wichtig war für Veranstaltungen, als Fluchttreppe, weil hier oben kommst du sonst nicht weg. Ich meine, klar, wenn es hier brennt, da zieht man oben weg, da kommen alle noch raus, selbst die Oma mit dem Krückstock, aber wir sind in Deutschland, ne? Und deshalb da die Fluchttreppe. Dann haben wir für hier und für drüben am Schacht die komplette Dachsanierung mit diesem Geld finanzieren können. Und das ist jetzt im Moment noch in Arbeit. Am Schacht selber, ihr habt ja erlebt jetzt, wo ihr hochgegangen seid, dass der untere Bereich der Treppen relativ scheiße aussieht. Liegt daran, dass der untere Teil, da wo diese Felder noch sind, wo ihr dran vorbeigegangen seid, das ist der alte Teil von dem alten Schacht noch. Das war ein Thomsenbock, so wie er auf Gneisenau ist. So, den hat man, den unteren Teil hat man gelassen und oben drauf den neuen Turm gebaut. Und deshalb sind auch diese Unterschiede von den Treppen, von den Stufen her, unten ist das Wasser halt eben an den Seiten und arbeitet und so sehen auch die Treppen aus, mittlerweile aufgequollen. Und das haben wir jetzt auch noch in dem Fördergeldprogramm drin, da kriegen wir nächste Woche, denke ich mal, machen wir den Startschuss. Und dann werden die Treppen aber verändert, man geht nicht mehr hoch, rum, sondern wir gehen in der Innenfront dreimal hoch. Somit ist das eine Kostenersparnis, somit könnten wir das auch finanztechnisch hinkriegen. Und die schlagen dann oben an, die anderen Treppen bleiben dran, von der Optik halt eben, aber ansonsten wird es halt eben so verändert. Das ist auch noch in dem Geld drin und das war natürlich für uns eine richtig tolle, wichtige Sache, ne? Auch um so ein Projekt umzusetzen. Also ruhig weiter, ruhig trauen. Kann passieren, ihre eigene Familie, oder? Die hängen ja viel zu hoch. Jede Familie hat einen Schatz. Weißt du warum? Junge, das sind ja einige Räume hier. Also, nur mal zur Information jetzt. Das, was ihr jetzt hier seht,
ist einfach ein Sammelsurium, weil wir gesagt haben, wir wollen auch so ein bisschen die Verbindung zwischen Schalke und dem Bergbau, Fußball und dem Bergbau herstellen. Sicherlich nicht alles unbedingt, aber wir haben versucht, das so ein bisschen aufzubauen. Und zwar von der Aufteilung her. An der Wand, hier also nur der vordere Teil hier, kommen Trikots aus dem Umfeld, das heißt aus Gelsenkirchen und Umgebung. Weil wir gesagt haben, alles wird immer vorgestellt und dargestellt, aber die heimischen Vereine, wo viele Schalker Spieler oder Profis herkommen, die siehst du nirgendwo. Und deshalb, da, kommen noch ein paar bei. Die Boxmatte ist die Original-Boxmatte von dem Klitschko-Kampf in der Arena, wo der Klitschko den Weltrekordkampf hier gehabt hat. Da haben wir Kontakt aufgenommen mit dem Klitschko-Management und dann hat es ungefähr ein Dreivierteljahr gedauert, bis wir dann Post bekommen haben und die gesagt haben, ihr könnt die Boxmatte in Hamburg